Ich kann jetzt mal hier durchfallen. Lass es euch gucken, hochfallen, könnt ihr mal überlegen, was vermutlich passieren wird. Ist verschwunden. Da kommt der halt wieder raus. Ja. Vielleicht zählen wir einfach alle mal mit. 21, 22, 23, 24, 25, 26. 6 Sekunden braucht ihr. Was ist jetzt der Grund dafür, dass durch das Kunststoffrohr einfach so durchfällt und durch das Kupferrohr so lange braucht? Meine Idee? Bei dem Kupferrohr handelt es sich um Metall, um elektrischen Leiter. Das heißt, wir können Ströme drin fließen. Wenn ich die Magnete reinfallen lasse, induziert er Ströme. Und die wirken dem heißen Magnet entgegen, der wird dadurch gebremst. Ja, das Induktionsmoment von der Schule ist vielleicht noch irgendwie düster mitbekommen. So. Wir wiederholen das Ganze jetzt nochmal, indem wir glauben, dass das gleiche Rohr ist. Flüssiger Stickstoff drin bei einer Temperatur von minus 196 Grad Celsius. Da kühle ich jetzt das Kupferrohr ab, das ist ganz klein, es bringt dadurch den Stickstoff zum Kochen. Das ist 20 Grad warmes Wasser, 200 Grad warm Stab halten, das ist genau das gleiche. Es kocht und sprudelt. Einatmen sollte man dann nicht unbedingt jetzt sagen. Ja. Aber in den Mengen macht das hier noch nichts, in einem relativ großen Raum. Nein. So. Wir holen das Ganze. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Verschwunden. Also es braucht mehr als doppelt so lange, dass der Magnet hier durchfällt. Und es liegt allein daran, das Kupfer abgekühlt haben. Den elektrischen Widerstand wird das Abkühlen verringert. Das heißt, Ströme darin können viel einfacher fließen. Die Wirbelströme, die erzeugt werden, sind viel stärker. Und dadurch wird auch der Magnet viel stärker gebremst. Das ist jetzt noch ein einfaches Kupferrohr. Die ganzen Phänomene lassen sich klassischer Physik einfach so erklären. Wir möchten jetzt ein Experiment kommen, was vom Prinzip her nicht mehr so einfach funktioniert. Die Stoffe sind lässig, das ist supraleiter, das heißt, bei Raumtemperatur ist der ganz unspektakulär, ich kann wieder ein Magnet drauflegen, es passiert nichts. Aber wenn ich den jetzt abkühle, verliert er komplett seinen Widerstand. Das heißt, die Ströme, die darum fließen können, noch viel stärker. Und es gibt auch noch eine weitere Eigenschaft, das kann ich mir erklären, wenn das Ganze abkühlt. Wir sehen, das kocht, wir sind vielleicht auf dem Bildschirm eventuell noch mal ein bisschen besser. Und eine weitere Eigenschaft, die ich erwähnt hatte, ist, dass es dann ein perfekter Diamagnet ist. Das heißt, der Magnet mit Magnetfeldern, in dem sie nichts zu tun haben, und das werden wir jetzt hoffentlich sehen. Wenn man hier oben auftun und erspielt. Ja, man
die Silberkette oben drüber schwebt, damit ich mir das blaue nicht genau Papier drunter schieben. Klebt immer noch. Die Südpalette auf der Außen, die schauen da oben, allein durch die Temperatur, es wird jetzt warm und die Südpalette ausgeschaltet. Das ist jetzt ein weiterer Effekt, der nicht ganz klassisch physikalisch erklärbar ist, das ist ein Quantenphänomen, das wir gesehen haben, dass man durch die Temperatur steuern kann. Das war jetzt ein Testkörper.